Aber hier gibt's nicht wirklich viel zur Brücke, zum Heck. Ah, okay. Dolf! Halt aus! Ich komme! Zur Seitenwand? Ui, er ist sportlich. Au! Ah, okay. Wie lange muss ich das noch machen? Au! Ich will noch weiter zur Kante. Ha, ich muss mich wahrscheinlich zuerst... Zuerst ducken, aber das kommt nicht immer. Also, ducken zur Kante. Ja, meine Güte. Dann immer, wenn er das macht. Langsam für das. Oh. Ah, okay, das war das Rätsel. Da konnte ich mich natürlich ducken, bis ich dumm und dusselig werde. Cool. Was treibst du da? Ich versuche, das Kabel zu befreien. Ach, nun komm da bitte runter. Das ist gefährlich. Und ich dachte immer, du kennst dieses Wort gar nicht. Und ob? Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Ich meinte eigentlich bitte. Aber wenn du helfen willst, der Kran wackelt bedenklich. Du musst die Schrauben festziehen. Okay, kein Problem. Ja, viel im Inventar haben wir auch nicht. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil das Kabel loszubekommen. Hm. Ist so gut wie erledigt. Ja, Thema Schrauben festziehen. Miete. Ich kann ja nur die. Ja. Hm? Ah, okay. Huch. Ich weiß genau, wie das ausgeht. Oder auch nicht. Ja, was anderes kann ich ja schon nicht mehr machen. Hoppla, kommst du voran? Ja, es gibt Fortschritte, gewissermaßen. Fortschritte, das heißt, dass die Schraube gleich rausfällt, ja? Oh oh. Was hast du getan? Das mach ich nicht! Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen! Werden wir nicht! Ich rutsche! Kein Problem! Ich halte dich! Ja. Hat er sich auch anders vorgestellt. Nanu, wen haben wir denn da? Na, Rufus natürlich! Weißt du denn gar nichts? Und wer bist du? Ach, nur ein Fan. Beachtet mich gar nicht. Ein... was? Ein Fan? Genau. Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klitzekleine Frage. Wie genau wirst du ihn ausschalten? Wie ich... was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so. Ja. Ich werde ihn mit einem Karate-Spezialtritt überrumpeln, ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten, ich werde ihn mit meiner Verdunklungstaktik täuschen. Ein Profi verrät niemals seine Tricks, kein Plan, schlag was vor. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Aha, ein Detailshot. Lass mich nur schnell mein Teleobjektiv montieren. Bei euch ist wohl ein Ritzel rostig. Ich habe ja nicht einmal Schnürsenkel. Abbruch, Abbruch!
Das Teleobjektiv ist da, aber der Adapter fehlt. Können wir die Schnürsenkel-Idee nach hinten stellen? Na gut. Ist das irgend so ein Fan von Rufus? Vor allen Dingen bekommt er her und er sieht total witzig aus. Und er hat sich angezogen wie Rufus. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha, eine Restlichtaufnahme. Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du blöffst doch. Vielleicht ja, vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So, fertig. Du kannst loslegen, Rufus. Mann, das wird so eklig. Okay. 1, 2. Ah, ich bin blind! Ich bin blind! Und? Wow, du hast es wirklich geschafft! Tja! So bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Ach so. Klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre. Ach, Rufus. Und Goal tritt da hinten in Unterwäsche ihre Runden. Ja, meine Güte. Ah. Ich glaube, ich muss gleich, wenn ich ins Menü komme, die Musik ein bisschen leiser drehen. Die ist doch sehr mächtig und laut. Aber erstmal müssen wir uns mit dem Fan unterhalten. Nein, wir wollen uns, weil ja, Rufus fühlt sich sichtlich geschmeichelt, so wie er guckt. Du bist also mein Fan. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Was treibt jemand wie du an Bord eines Organonkreuzers? Was wollte ich doch gerade tun? Ja, das interessiert mich jetzt. Was treibt jemand wie du an Bord eines Organonkreuzers? Oh, das ist wirklich eine interessante Geschichte. In der es allerdings nicht um mich. Wir sollten unsere Zeit lieber mit relevanten Themen ausfüllen. Also mit Geschichten über mich. Oh, fein. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, statt dich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach, alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow, du bist wirklich der Größte. Oh, ohne Worte, oder? Ohne Worte. Hast du mitbekommen, wie ich Golas, den Clown des Organon, gerettet habe? Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Ist dir zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des rostroten Meeres vereitelt habe? Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Was willst du noch wissen? Ah. Ja, pff. Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus dem Klauen des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen! Legendär? Epochal! Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Na, aber natürlich! Du hast dich durch eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefochten, um die Wahrheit aus Glitters herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Glitters angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei. Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich! Aus dem schwimmenden Schwarzmarkt kam dir die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Janosch, Galef und Liebold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenfass vorbeitrieben. Hm, der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Die in einem Gurkenfass vorbeitrieben? Bitte was? Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des rostroten Meeres vereitelt habe? Na klar! Du hast den Rebellenangriff auf einen Organon-Sprengturm angeführt. Dort hast du im Alleingang die Sprengklammern blockiert und obendrein noch Gaul aus den Klauen ihres hintertriebenen, möchtegern verlobten Klinkes gerettet. Genau so war es.
Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Oh, großartig! Tja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Ja, meine Güte. Das hat sich aber Rufus nicht nehmen lassen, ne? Jetzt mache ich mal fix die Musik ein bisschen leiser. Einstellung. Was ist das so? Okay, jetzt müssen wir also irgendwie die Goal retten. Unser Inventar ist immer noch leer. Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend unvorsichtig. Ja, und so würden wir dann Goal abschießen, oder was? Ein Knopf. Ein Fan. Es gibt's nicht, es gibt's nicht. Eigentlich hätte ich doch schon viel früher eintreffen müssen. Ja, so großartig wie du bist. Ja, der wird uns auch nicht viel weiterhelfen, oder? Na, gespannt? Wie die Windhose bei einem Flugschnabeltier-Ei-Katapult. Wie lange beobachtest du mich eigentlich schon? Oh, eine ganze Weile. Queen, unheimlich. Unheimlich angemessen. Oh, so ein Stalker irgendwie? Ja. Ich muss sie schleunigst da runterbekommen. So kann ich ihre Unterwäsche ja kaum sehen. Goal! Ich rette dich! Was sagst du? Ach, doch! Mach doch, edler Ritter! Man versteht kein Wort. Ungeheuerlich, ne? Und sie da in ihrer Unterwäsche. Ja, im Endeffekt bleibt uns nur die Kanone oder der rote Knopf. Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein, alles nur das nicht! Ja, ich bin ein Kanonierass! Mist, die Kanone hat einen Linksdrall. Ja, um Gottes Willen. Nee, dann drücken wir doch lieber auf den roten Knopf und wissen nicht, was passiert, aber ja, wir wagen es mal. Ach, was kommt denn da Schickes zum Vorschein? Ein Hebel. Genial, du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzes gefunden. Genau. Die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Ja, beschleunigen, abbremsen vielleicht. Kommt jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action. Ein super extremes Rufus-Manöver. Ja, genau. Voll extrem. Oh, ich bin ja so gespannt. Ja, wir müssen ja abbremsen. Warum macht er das nicht? Kommt jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action! Ein super extremes Rufus-Manöver! Ja, genau. Voll extrem. Oh, ich bin ja so gespannt. Ah, das heißt, wir können gar nicht abbremsen. Aha! Du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans, richtig? Genau. Also der Teil macht jetzt schon der Deponia-Reihe alle Ehre. Es sind noch nicht mal ein paar Minuten vergangen und schon herrscht Chaos überall, wo Rufus auch auftaucht. Ja. Was wollen wir machen? Jetzt mit der Kanone schießen? Mit die Munition alle. Ja, dann bleibt uns nur der Hebel wieder, oder? Hui, das sprühen aber die Funken. noch schneller. Wahnsinn, mein Mantel brennt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier teilhaben darf. Zum Glück ist der Orgelon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Ha, eine Propaganda. Darauf verwette ich meine Stiefel. Keine Stiefel. Ja. Ah, eine Feueraxt. Das ist doch was, was man braucht. Das ist doch gut. Schlauch. Schlauch mit